Ja, guten Abend, herzlich willkommen. Schön, dass so viele den Weg hierher gefunden haben zu dem Gespräch, was offen geführt wird. Und ja, herzlich willkommen. Ich hoffe, Sie haben alle Spaß dran. Ich würde gar nicht lange reden. Es geht heute im Vordergrund um die Personen, die hier stehen. Die würde ich ganz gerne kurz vorstellen und mich schon mal an dieser Stelle bedanken, dass Sie die Zeit genommen haben. Die Ideen von das ist zum einen die Susanne Fritz. Sie ist Kunsthistorikerin, die wird auch das Gespräch, ich sag mal, aus einer kunsthistorischen Sicht führen. Und sie arbeitet seit 10 Jahren als freie Kuratorin. Und seit 2009 leitet sie den Kunstverein am Rosa-Luxemburg-Platz und wird dort zum Beispiel auch nächste Woche wieder eine Eröffnung haben, zu der Sie wahrscheinlich alle herzlich eingeladen sind. Der Kunstverein beschäftigt sich nicht nur mit Ausstellungen im Haus selbst, sondern versucht auch Kunst im öffentlichen Raum zu positionieren. Und da wird auch diese nächste Ausstellung hin orientiert sein, dass eine Außeninstallation zu sehen ist, sowohl als Ja, es ist ein Video, was ganz speziell für so ein großes Panoramafenster konzipiert ist und dadurch wie Drive-by-Kino funktioniert. Man muss noch nicht unbedingt in die Ausstellung kommen, aber wer das tut, sieht ein bisschen mehr als der nur vorbeifährt. Genau. Dann haben wir den Dr. Wolf hier, der selbst Biologe ist, den wir schon bei der Eröffnung begrüßen durften. Und mit den beiden ist auch diese Gesprächsidee überhaupt entstanden, weil Stefan ja auch so ein bisschen diese Kunst mit wissenschaftlichem Charakter sozusagen hier eingebracht hat. Der Herr Heinert ist seit 25 Jahren Forscher, war viel unterwegs, hat viele Forschungsreisen begleitet, hat sich spezialisiert auf den Stoffwechselkreislauf im Meer und ist vor allem auch seit 2007 Geschäftsführer genannt, Geschäftsführer des Konsortiums für Meeresforschung, wo sich die großen Institute wie Max-Planck-Leibniz-Institut als Dachvereins Stefan Misch, der Künstler der Ausstellung hier, glaubt selbst erklärend, er ist der Grund, warum wir hier sind. Und ja, wir hoffen, dass im Gespräch heute Abend auch einfach Sie Spaß dran haben, vielleicht die ein oder andere Erkenntnis mitnehmen können, weil das Thema ja doch schon ein bisschen spezieller ist, aber ich glaube, es wird ganz locker aufbereitet. Dürfen wir mitmachen? Dürfen natürlich jederzeit auch mitmachen. Ja. Da gibt es vielleicht noch zu sagen, dass der Stefan auch gleich eine Folgeausstellung haben wird. Nächsten Freitag ist dort Eröffnung im Edifentrum, wo natürlich auch jetzt verabschiede ich mich erstmal und vielen, vielen Dank und wünsche allen viel Spaß. Also ich bin sozusagen als Moderatorin mit Kompetenz angekommen. Ich darf auch mehr sagen, als wer jetzt zu sprechen hat. Aber vielleicht, dass ich nochmal ganz kurz eine Einleitung gebe, warum wir uns überhaupt hier befinden und warum Sie eigentlich viel näher kommen sollten und mitmachen. Jetzt haben wir extra schon keine Sitze verteilt, sondern nur so Stehdinger, damit man sich animiert fühlt, auf einer Ebene sich zu unterhalten und wenn ich so drüber spreche. Und zwar hat sich das im Grunde tatsächlich während der Eröffnung unter anderem ergeben und es ist durchaus etwas weiter das Thema gemeint, als das ist aber dann noch etwas enger als vielleicht eine Einladung. Es geht schon darum, hat Kunst und Wissenschaft was miteinander zu tun? Wenn ja, wie? Ist der Dr. Peinert nur da, weil er das jetzt schön findet, so ein blaues Relief zu sehen, das ihn an seine Arbeit erinnert? Oder gibt es etwas und gibt es mehrere Ebenen, wo diese beiden Dinge miteinander zu tun haben? Man kann natürlich das, also man kennt vielleicht eher die andere Richtung, dass die Kunst vermeintlich die Wissenschaft kannibalisiert,
indem sie sich zum Beispiel die Methoden aneignet und das dann in einen anderen Kontext bringt und siehe da, es ist Kunst. Oder dass es, das ist jetzt ein bisschen flach formuliert, da gibt es natürlich viel spannende Arbeiten, also Versuchsaufbauten, die in den Karten, die in den Kinderfallen sind. Oder natürlich sind die Fliegengills-Forschung ein interessantes Gebiet, das extrem verbreitet ist in der Kunst. Aber unabhängig davon, was kann eigentlich, was hat die Kunst oder viel mehr, und das ist meine Sicht, die Bildwissenschaft mit der Wissenschaft, der Naturwissenschaft zu tun? Sind das nicht vielleicht Dinge, die doch schon länger miteinander im Dialog sind, auf verschiedenen Ebenen? Und dieses, ja, weiß nicht, Bildschirmschonungsprogramm oder wie auch immer, gibt da schon mal so einige Anregungen. Und es geht eben von, meine ältesten Beispiele sind so von 1851 und es geht eben bis heute. Und wir haben alle dazu beigetragen. Es gibt sowohl. Tatsächlich ungefähr gedrückt. Genau. Und die Hand umgesiedelt, also zufallsgedrückt. Also das durch. Es gibt sowohl aus der direkt aus der Forschung Aufnahmen, aus der sozusagen Realität, was immer das bedeuten mag, aus der Realität der Kunst. Und ich habe mich darum gekümmert, sozusagen aus der Realität der Wissenschaft, was aber heute unter Kunst läuft. Zum Beispiel Humboldt-Aquarelle, zum Beispiel. Ernst-Haeckel-Bilder und ähnliches, die man, kann ich Ihnen gleich nochmal zeigen. Und wie kommt das? Dass eine Zeitverschiebung, das ist zum Beispiel eine Frage, Zeitverschiebung lässt uns das sofort als Kunst sehen, ist für heute schwierig. Und vielleicht erstmal Stefan, der einfach sagt, wie, was für ihn so der Impetus ist, dass er sich bezieht auf wissenschaftliche, ja, hier ganz konkret auf eine wissenschaftliche Expedition, wenn man so will. Naja, ich hatte gedacht, dass ich vielleicht mal erkläre, wie es überhaupt zu dieser Arbeit gekommen ist. Und darum, also ich würde vorweg sagen, also als wir uns getroffen haben im Restaurant, also nachdem wir uns hier schon mal alle gesehen und kennengelernt haben, und zum ersten Mal über unsere Vorhaben geredet haben, hat ja Herr Peinert gesagt, also oder hat davon gesprochen, von der, also von sich, von jemandem, der wissenschaftlich sozialisiert ist. Und das fand ich ganz interessant. Insofern möchte ich gerne davon reden, jemand, der als Künstler sozialisiert ist, und dann einfach anhand meiner Arbeit auch ein bisschen erklären, ja, wie es erstmal dazu gekommen ist und wie überhaupt der Zusammenhang zwischen Kunst und Wissenschaft schafft, also ein Zusammenhang von Kunst und wissenschaftlicher Arbeit. Und zwar habe ich angefangen mit da vorne diesen Begriff. Und zwar Ende 2012. Und ehrlich gesagt wollte ich einfach nur eine Geheimnisvolle Unterwasserszene machen. Und dann habe ich das gemacht und zwar auch hübsch und nett und schön, habe ich gedacht. Hübsch, nett, schön, sieht aber so ein bisschen so aus, als wäre es eine Dekoration aus dem KDP. Das geht so nicht. Das braucht Inhalt. Also wenn ich das mache, brauche ich Inhalt. Und dann habe ich angefangen, nach Inhalten zu suchen. Und zwar also in der Wissenschaft, aber in der Unterwasserwissenschaft sozusagen. Und habe dann diesen wundervollen, tollen Namen Atlantis Fracture Zone Lost City gefunden. Ja, der klingt wie ein Computerspiel, geheimnisvoll, Atlantis steckt da drin, Lost City. Und habe da also dann angefangen zu forschen, lauter Dinge gesucht, mit denen ich tatsächlich was anfangen kann. Ja, es handelt sich dabei um eine Gegend, die kann man hier auch tatsächlich ganz genau sehen, und zwar um den Atlantischen Graben, der, das taucht, also alle Fakten, die ich hier benutzt habe, sind tatsächlich real, ja, die sind nicht erfunden. Die Geschichte, die ich drumherum gestrickt habe, das ist natürlich meine Geschichte, aber tatsächlich handelt es sich hier um den Graben, um den, nicht, den Rücken, den Atlantischen Rücken, der genau hier ist Afrika und da ist Amerika, also ziemlich genau dazwischen liegt. Und da gibt es wieder eine kleine Zone, die heißt Atlantis Fracture Zone. Und wiederum in dieser Atlantis Fracture Zone gibt es gibt es Lost City. Lost City heißt Lost City, und das ist aber
oben ab. Also rechts und links geht es bis zu 5000 Meter runter und oben drauf ist es 800, 900 Meter tief. Und da steckt Lost City und dort gibt es hydrothermale Quellen, die eben ganz anders sind als diese schwarzen Raucher, die jeder kennt, sondern die Erwärmung entsteht durch Gase, die austreten. Naja, durch Gase, die austreten und durch eine chemische Reaktion. Und dadurch wird ein Stein umgewandelt und am Rande dieser, da wird Herr Peiner auch später oder gleich wahrscheinlich was zu sagen, am Rande leben Mikroben, die wiederum diesen neu umgewandelten Stein fressen. Und letztendlich ist das aber eine Situation, die für mich so unirdisch und unwirklich wirkte, dass das auch irgendwo im Weltall, also es ist keine nicht-irdische, unwirkliche Situation, die irgendwo im Weltraum sein kann und deshalb auch die Entstehung des Lebens auf der Erde sein könnte. So, fand ich spannend und da habe ich gedacht, okay, da kann ich was mit machen und habe dann daraufhin das zweite Bild war das. Das bezog sich dann tatsächlich auf diese Strukturen, die durch diese Ablagerungen der hydrothermalen Quellen entstanden sind, diese Sedimente. Die, also dort in Lost City sieht es aus, wie eine Stadt, es sind Schlote entstanden, die balkonartige Ablagerungen haben, ausgelöst. So ist das zu dem Film. Dann habe ich daran weitergearbeitet. Und irgendwann habe ich einen Film von Cameron entdeckt und der hat, während er da in Lost City mit seinem Tauchboot rumgetaucht ist, plötzlich eine riesige Qualle gesehen, die sich so groß wie so ein seidener Ring durchs Wasser bewegte, das hatte ich gar nicht vor, das habe ich ziemlich zum Schluss letzten Oktober, also kurz vor der Eröffnung, entdeckt und mache ich jetzt auch noch so ein organisches Wesen und nehme noch die Qualle mit dazu. Ja, und so ist es dazu gekommen, also zu dieser Stelle. Man muss allerdings dazu sagen, dass mich generell das auch interessiert, also eigentlich schon immer interessiert hat, also nicht unbedingt Kunst und Wissenschaft, sondern einfach das Interdisziplinäre. Weil ich glaube, dass das Sinn der Kunst ist, herauszufinden, was Kunst ist. Und wenn sie da immer im eigenen Saft gräbt, kommt man nicht weiter. Also muss man auch mal über den eigenen Rand gucken. Und zudem arbeite ich auch immer wieder für wissenschaftliche Ausstellungen oder technische Ausstellungen. Und da kommen dann Leute mit einem ziemlich komplizierten Sachverhalt zu mir und ich habe dann vielleicht ein halbes Jahr oder drei Monate Zeit, ein Exponat zu entwerfen oder auch eine Videoarbeit oder was auch immer. Und das dem Betrachter dann in einem Museum in 5 Minuten näher zu bringen. Und das macht mir großen Spaß. Viele meiner Künstlerkollegen belächeln das. Ich habe aber inzwischen völlig aufgehört ich mache inzwischen schon keinen Unterschied mehr. Erzählen wir, wie es gelungene Arbeiten und nicht so gelungene Arbeiten. Dieses Frei und Auftrag, da habe ich dann aufgehört, darüber nachzudenken. Weil es letztendlich so ist, dass sieht man auch hier an diesem Beispiel, man eignet sich, also man hat dann ein Thema und dann arbeitet man sich daran ab, bis es denn abgearbeitet ist. Und manchmal kommt das Thema eben von außen und dann muss man eben auch dran abarbeiten. Aber sind es sowieso, ob das eigene Thema immer eine Reaktion auf irgendwie auf Umwelt.
Da kann ich auch immer einhaken. Und zwar, wir haben ja jetzt sozusagen ein bisschen gesehen, welche Rolle jetzt diese wissenschaftlichen, auch wieder über Bilder vermittelte oder über Texte, die du meinetwegen kriegst, um dann die Vermittlung hinzubekommen, quasi im Museum. Also dafür ist das akzeptiert. Sehen Sie da einen Unterschied? Das interessiert mich. Das ist ja irgendwie inzwischen extrem akzeptiert. Mindestens im Vermittlungsbereich kommt die Kunst zum Zug. Das ist ja auch eins der dezidierten Themen des Humboldt Labs und dann des Humboldt Forums. Da sind die Künstler sozusagen begabt für, wenn es um den Teil geht. Das Umsetzen der komplizierten Sachverhalte in Bilder, die allgemein verständlich sind. Aber grundsätzlich, die Frage ist erstmal so zweiter, gibt es einen Unterschied zwischen den Bildern, die man quasi unter Kollegen verwendet und die man dann für ein, sagen wir mal, für ein Nicht-Fachpublikum auswählen würde? Das ist die, vielleicht gehen wir erstmal auf die eine Frage. Haben Sie sozusagen verschiedene Bildervorräte, die Sie so ausschöpfen? Es gibt natürlich in der Tat Bildervorräte, die für die Kollegen bestimmt sind. Da zeige ich auch ein paar von, wenn ich da ein paar Bilder zeigen kann. Die haben den Ritus der Wissenschaften erfüllt ja eine Funktion. Die sind nämlich werbende Argumente dafür, die man auf meinem Weg bei der wissenschaftlichen Argumentation zu folgen. Und da kann ich die kann ich auch als Rechtschaft benutzen. Folgen Sie bitte bei diesen Bildern. Mit den Geschichten, und zwar die Geschichten, die ich zu diesen Bildern erzähle. Wenn es zu zur Vermittlung außerhalb der Wissenschaftscommunity, die ja relativ durchritualisiert ist und auch ihre eigenen Formalia hat und Rituale hat, die man folgt, wenn es um die Vermittlung geht nach außerhalb, dann kann ich selber, sehr persönlich, was ich jetzt da sage, nicht die Sicht der Wissenschaft, sondern meine persönliche, dann muss ich andere Bilder benutzen auch. Die müssen übersetzen, da müssen Übersetzungshilfen eingehen. Weil die Geschichten, die ich dann außerhalb erzähle, sind im Prinzip dieselben. Ich muss aber auf Analogien zurückgreifen, auch in Bildern beispielsweise. Ich muss bei der fachlichen Vermittlung, ich habe Lehrervorbilder gemacht. Nicht ein gutes Beispiel, das sind Zusammenhang. Finde ich schon. Aber da muss ich in der Tat, muss ich für mich selber erstmal gucken, wo sind diese Daten dann angesiedelt und welche Bezüge kann ich nutzen aus deren Bereich, um meine Botschaft zu vermitteln. Das sind dann andere Bilder schon. Ja, aber dahinter steht ja vielleicht auch ein bisschen das Phänomen, dass Wissenschaft sowieso so ausdifferenziert ist, wobei ja offensichtlich das mehr gerade ein Bereich ist, das so wenig erforscht ist, dass man das kaum vorstellen kann im Vergleich zu anderen Gebieten, aber so ausdifferenziert ist, dass man relativ schnell jenseits einer ziemlich kleinen Gruppe von Kollegen quasi Laien hat. Das sind zwar auch Wissenschaftler, aber die erforschen meinetwegen nicht das Plankton, sondern sind mit was ganz anderem beschäftigt, obwohl sie meinetwegen jetzt mal titulär denselben Beruf haben. Ja, also in der Hinsicht hat Stefan Schiller was ganz Wichtiges gesagt, nämlich interdisziplinär. Also ich habe mein ganzes Leben lang interdisziplinär gearbeitet, das heißt, ich habe genau immer die Notwendigkeit gehabt, mich mit relativen Laien, die auch Wissenschaftler gewesen sind, mein Fachgebiet verständlich zu machen. Da treten prinzipiell dieselben Schwierigkeiten auf, wie mit einem anderen Laienpublikum. Also ich als Biologe und Physiker sehr viel Zeit verbringen müssen und Kaffee trinken müssen, bevor wir angefangen haben, dieselbe Sprache überhaupt zu verstehen, unsere wechselseitige Sprache zu verstehen, diese Berührungsängste auch abzubauen, die da bestehen, bevor es sehr fruchtbar wurde. Und dasselbe sehe ich auch in Bezug auf andere Laienpublikum. Aber das ist sozusagen, wenn man so will, ja alles im Bereich der Vermittlung, also verschieden gebildete Leute sozusagen. Was ist eigentlich, es gibt ja so ein originäres Phänomen von bildender Kunst, oder von allen Bildern oder Skulpturen, dass man sie nämlich so, Skulpturen sogar extrem, so ganzheitlich, wenn man so will, aufnimmt. Also ich sehe das Ding, ich könnte es theoretisch anfassen. Es gibt viel mehr Sinne als zum Beispiel das Linear. Lesen von Formeln oder Texten. Ja. Also es gibt doch eine Qualität, die Bilder, nicht ohne Grund gibt es ja Diagramme, weil man die einfach anders und schneller vielleicht vereinfachen, da keine Ahnung. Aber diese Rolle vom Bild ist ja was eigentlich Schrift, egal ob es mit Zahlen ist oder mit Buchstaben, ja nicht vermitteln kann. Also insofern, die Frage ist, ob das dasselbe ist wie Kunst, ob das Bild ist doch schon wichtig in der Wissenschaft. Weil das ist absolut wichtig. Das Bild heißt auch immer gleichzeitig eine Revolution. Ja, zum Beispiel. Na, und wir müssen ja von Daten. Genauigkeit sozusagen. Wir kommen von Daten zu Informationen zu Wissen. Ja, oder? Da wird immer abstrahiert bei und da wird immer
vereinfacht, weil da wird man beide interpretiert. Aber was gibt es das nicht auch umgekehrt? Also zum Beispiel, ich meine, hier erinnern sich vielleicht einige an die Superheit von Fraktalen. Die mir zusammenhängen, die ganze Politik, die Stichworte, die Sie alle kennen. Klimawandel hat was mit mir, das mir gibt etwas weg und gibt was ab. Rohstoffversorgung, da muss man nachhaltig vorgehen. Wir essen alle Fisch gerne, wir gehen gerne an die Strände und machen da Urlaub. Wir sehen, dass die Küsten bedroht sind durch steigende Wasserstände, Fluten, Sturmfluten, das ist sowas wie Tsunamis. Das sind alles Gründe, die verschiedenen Sachen, die in der Meeresforschung betrachtet werden, auch in die Öffentlichkeit zu tragen und die Beziehung zur Kunst herzustellen, ist eigentlich innerhalb der Meereswissenschaften eine relativ junge Angelegenheit. Und für mich selber persönlich auch. Also von daher ist dieser Abend, auf den ich mich sehr gefreut habe, ist echt gefreut. Und ich fühle mich auf dünnem Eis hier. Ich breche hier und dort ein, das Bild hier nachzusehen. Ich habe jetzt ein paar Folien vorbereitet, wenn das passt. Gerne, das ja, ja. Ich ganz gerne gemacht habe, die mal schmeißen kann. Die eigentlich mehr Fragen als Antworten der Instagram da produzieren. Wir haben über Bilder geredet, nicht? Und Bilder sind in der Tat eine ganz wichtige Angelegenheit. Einfach, ich klicke mir da was drauf. Rhythmen sind auch ein Thema, das ich finde, wo Bezüge hergestellt werden können, auf eine Art und Weise, die teilweise, wo jeder sagt, na klar, logischerweise, auf eine andere Art und Weise aber auch, dass wir als terrestrische Lebewesen überhaupt keinen Bezug haben zu Rhythmen, die im Meer stattfinden oder ablaufen. Komme ich dann zu, Grenzen sind für mich was ganz Wichtiges und das wiederum hat Bezug zu den Arbeiten, die hier hängen auch, wie man vielleicht sehen wird. Ich mache hier einfach mal bewusst und klicke mal drauf. Wir meinen als terrestrische Lebewesen, dass wir jetzt grenzenlos. Das ist so das große. Ein Mythos, der mir immer entgegenschwappt, wenn ich mit Leuten rede. Das Meer hat in der Tat unzählige Strukturen, damit Grenzen, sind aber oft nicht hart festlegbar und oft sind es auch Gradienten. Gradienten sind Bereiche, in denen sich etwas ändert. Da kann also eine Konzentration von hoch auf niedrig gehen, innerhalb eines Meters beispielsweise, oder wir haben einen Übergang von Wasser zu Land. Da denkt man, das ist hart definiert. Nö, aber gehen Sie mal eine Gezeitenzone. Wo ist das Meer zu Ende? Wo fängt es denn an? Bitte schön. Wir haben ganz verschiedene Grenzen, die wirksam sind. Grenze Meeratmosphäre ist eines, da denkt man auch immer, dass eine harte Grenze ist, die Wasseroberfläche oberhalb, unterhalb. Ich bin mit dem Schiff durch sehr starke Winde gefahren, da verschwindet die Grenze plötzlich. Und ich möchte nicht als Schwimmer diese Schaum-Wasser-Luft-Wassermischung da einatmen müssen, die jetzt die Grenze, wo sie denn jetzt definiert, recht? Es gibt Grenzen zum See, dann zum Meeresboden nehmen. Die sind auch teilweise fließend. Aber auf der kleinen Skala. Das ist eine Frage der Skala des Reinzooms und Rauszooms hier. Wir haben Sprungschichten, was ganz wichtig ist. Das haben wir nur ans Baden da eigentlich im Gefühl. Nicht? Wenn man in einem See schwimmt, dann merkt man, dass die Füße im kälteren Wasser sind, als es hier oben ist. Das ist eine Sprungschicht, die ist nicht da, sondern da nimmt die Temperatur ab über einen bestimmten Tiefenbereich. Dann da. Wir haben Gradienten von Nährstoffen. Das interessiert mich als Biologe. Dünger. Pflanzen brauchen Dünger. Im Wasser wachsen Pflanzen dort, wo Licht ist. Da haben wir ein Gradient von vielen Nährstoffen runter zu wenig Nährstoffen. Wenn man jetzt einen Sturm rüberbürsten lässt über das Wasser, dann wird das vermischt und die Grenze zieht sich auseinander. Die wird der Gradient über einen größeren Bereich. Wir haben sehr schwer zu verstehen, ist an der steht Redox, da gehe ich überhaupt nicht drauf ein. Oxidieren oder nicht oxidieren. Das ist gewimmelt von Grenzen hier. Und meine Botschaft ist ja, dass Strukturen Grenzen bedingen und dass die Grenzen eigentlich ganz interessante Orte sind. Das wird auch fürs Meer, weil da passieren Sachen. Da wird es interessanter. Fragen Sie, es ist Weltraum, ne? Das haben wir hier bei der Eröffnung verifiziert. Das, was bei mir unmittelbar, das hat ganze Assoziationsketten ausgelöst bei mir. Weil diese Sachen, da komme ich gleich zu, in der Atlantis Fracture Zone sind gute Beispiele dafür, nicht? Gucken wir mal rein hier. Das ist jetzt auf der linken Seite hier eins von diesen Gebilden, die man dort antrifft. Das ist gerade hier um diesen Meter. Das ist ein riesen Turm hier aus kalkigem Gestein. Und es wimmelt hier von Grenzen. Nicht? Wir haben Gradienten, nämlich in der Temperatur. Stefan Hüsch hat gesagt, es ist da sehr warm drin, weil da chemische Reaktionen ablaufen.
Und wir haben einen Gradienten auf der Metaskala von 90 Grad auf 2 Grad. Die Tiefsee ist kalt, die hat 2 Grad im Mittel. Da sind 90 Grad. Wenn man zu den anderen Typen von hydrothermalen Vents geht, da hat man dann mehrere hundert Grad warmes Wasser, was unter dem Druck gar nicht kocht, aber rauskommt. Da hat man einen Gradienten dann von 340 auf 2 Grad runter, auf einen ganz kleinen Raum. Und dieser Grenzbereich, da tobt es. Da tobt es chemisch, da tobt es biologisch und physikalisch auch. Grenzen in Bezug auf Gradienten, die habe ich ein paar aufgeschrieben, die muss man nicht alle durchgehen. Aber es gibt Grenzflächen, Gradienten auf der Skala von Mikrometern, nämlich Mikroben sind angesprochen worden von Stefan Busch, die da nämlich diese Spezialsituation ausnutzen, bis hin zu Metern, da dieses warme Wasser steigt auf, macht sozusagen, steigt ballonartig auf, vermischt sich dabei auf der Skala von 50, 70, 100 Metern. Bei den größeren Temperaturen, da wir immer mehr. Es gibt Grenzen und Atlantis Fracture Zone, die Ostsee ist ein Beispiel dafür. Es gibt hunderte von anderen Beispielen. Rhythmen, mehr atmet und pulsiert, mehr eigene Rhythmen. Wir nehmen nur wenige wahr davon. Und zu einigen können wir Bezüge herstellen über Analogien. Einige berühren uns her. Sie hatten in Ihrem Artikel, den Sie geschrieben haben, zur Darstellung dieser Ausstellung, das Stichwort hineingeschrieben, das Meer ist ein Sehnsuchtsort. Das hat was mit den Rhythmen, glaube ich, zu tun. Ja, also wenn man nur gewohnt ist, in Küstennähe oder auf Seen zu segeln beispielsweise, dann ist man plötzlich mitten, auf so mir so gegangen, mitten auf den Pazifik. Da habe ich plötzlich gemerkt, mit den Menschen heißt das, die haben dann davon the wave and the swell geredet. Ja, also es gibt eben diese Wellen, die man so sehen kann, und dann gibt es nochmal so eine Überwelle, wenn zwar dieses ganze Schwappen dieses riesigen Meeres, in der dann diese sichtbaren Wellen sind, und dieses Schwappen, das spürt man nur, das kann man nicht wirklich sehen, aber wenn das konstant war. Das ist physikalisch erklärlich, aber es wird auf eine Art und Weise nicht sehr berührt. Also wir stellen das fest, wir haben eine Düne, das heißt, irgendwo in der Entfernung hat ein Sturm getobt, hat Wellen produziert und die Wellen haben eine Geschwindigkeit drauf, die sich ausbreitet schneller als der Sturm wandert. Das heißt, wir merken an der Dünung, dass irgendwo ein Sturm in der Entfernung tobt. Oder dann haben wir die Winzige oben drauf gesetzt. Wir können kreuzweise durcheinander laufen. Also diese Rhythmen produzieren im Meer Muster auch, die ganz wichtig sind. Es gibt ganz verschiedene Beispiele. Wir haben Sachen, zu denen wir Bezug haben, gezeigt kennt jeder. Ne? Wir haben die Mondphasen da. Wir haben Wellenschlag auf kürzeren Frequenzen. Wir haben in die Biologie reingehen Quallen, die vor sich hin pumpen. Auch rhythmische Sachen. Wir haben aber auch Sachen, zu denen wir gar keinen Bezug haben. Wechsel der Jahreszeiten im Meer. Wir haben völlig anders gesteuert als an Land. Das sind auch rhythmische Angelegenheiten. Wir haben also Rhythmen auf ganz verschiedenen Skalen. Die reichen wieder von der Zilienbewegung von Organismen, Sekundenbereich bis hin zu Jahren. Und ich sehe ja als Wissenschaftler, bin ich trainiert und das mit der Sozialisierung als Wissenschaftler zusammen, dass ich diese Rhythmen als überlagerte Rhythmen sehe und neue Muster daraus sehen kann. Das kann ich schon aus Daten ableiten. Das ist etwas, was mit der Sozialisierung als Wissenschaftler zu tun hat. Das kann ich aber ganz schwer vermitteln. Wie soll ich das denn? Ne? Wenn man hier mal guckt, das ist jetzt. Das ist etwas, was uns, das ist von unten einfach mal gegen die Wasseroberfläche bewegt. Es strahlt Ruhe aus. Da können wir einen Bezug zu herstellen. Das dämpft. Wenn wir 7 Windstärken draufsetzen, sieht es anders aus. Wenn wir 10 Windstärken draufsetzen, macht es Angst. So beruhigt es. Wir haben Quallen. Können wir auch einen Bezug zu setzen. Manche Leute sagen, wie eklig, andere Leute freuen sich an der Ästhetik der Bewegung. Das ist also eine weitere Art von Rhythmus. Wenn wir das uns angucken, dann ist es auch ein Rhythmus, zu dem wir gar keinen Bezug haben. Das ist eine Ableitung von Satellitenaufnahmen der Farboberfläche. Satelliten können ins Wasser nicht reingucken. Die können höchstens 10 Meter tief gucken, manchmal wie. Nee, ist keine Wärmedarstellung, das ist eine Frage der Grundfärbung. Wenn man mal an Land guckt, hier vorne ist Europa, in Asien, man sieht hier, Grünfärbung geht sie wieder weg. Grünfärbung geht sie wieder, das ist der wechselnde Jahreszeit.
in der Vegetation. Man sieht es hier. Man sieht aber auch jetzt, wenn man auf die Ozeane guckt, dass da was Analoges passiert. Völlig anders gesteuert. Da wird zu der Jahreszeiten an Land, ist ein Mischung aus Licht. Prima, weil es nicht. Im Wasser spielt Temperatur eine Rolle. Wir können die jahreszeitliche Entwicklung im Wasser haben, im freien Wasser bei 2 Grad und auch bei 10 Grad. Wir sehen hier ganz große Bereiche, um die erstmal zu benennen, die sind blau. Blau ist die Wüstenfarbe im Meer. Da ist nichts. Da sind keine Partikel im Wasser, da ist keine Grünfärbung im Wasser. Die Grünfärbung kommt von Pflanzen und mikroskopisch-kleinen Algen. Und wir sehen hier, wenn man den Pazifik und den Nordatlantik sich anguckt, wie das jahreszeitlich hoch und runter wandert. Das ist das, was wir Frühjahrsblüte nennen. Das hat nichts mit den Blüten der Kirschbaumblüte zu tun, das ist einfach die Initiierung des Wachstums nach der winterlichen Vegetationspause. Wie kommt die winterliche Vegetationspause zusammen? Die ist nicht temperaturgesteuert, sondern die wird durch etwas gesteuert, zu dem wir als terrestrische Wesen überhaupt keine Beziehung haben, nämlich durch Mischung. Wenn ich mir Lichtgradienten angucke, dann ist genügend Sonnenlicht für Pflanzenwachstum nur mit obersten 100 Meter, wenn überhaupt. Im Ozean. Die Ozeane sind über 3000 Meter oder 4000 Meter tief. Und im Winter ist die Tiefe durch Mischung, das heißt also die kleinen mikroskopischen Pflanzen werden auf eine Umlaufbahn geschickt, wo sie jetzt hunderte von Metern in die Tiefe kommen und wieder hochkommen, in die Tiefe kommen und wieder hochkommen. Da reicht das im Mittel pro Tag nicht aus, als dass da Produktion laufen kann. Das ist Winter der Definition. Man kann das definieren als ein Land. Wir sehen hier also einen Rhythmus auch, der pulsiert hier. Das ist ein Thema Rhythmen. Bilder. Was für Bilder hat die Meereswissenschaft? Da muss man sagen, Meereswissenschaften. Und gibt es Bezüge zu Bildern der Kunst? Das ist eine große Frage des heutigen Abends da. Ja, für mich ist natürlich auch schon die Frage, zum Beispiel bei dem, Diagramm, so ein belebtes Modell sozusagen, ein zweidimensionales Modell einer an sich sowieso schon dreidimensionalen Welt. Und dann von einer Seite da auch sozusagen, was für mich sich da anschließt, ist, ob es dann vielleicht. Ist, nicht so sehr ist, dass die Kunst sozusagen der Wissenschaft dienen kann, in der Vermittlung vielleicht, es gibt ja auch, was weiß ich, jetzt mal Kunst im Sinne von bildender Kultur, also zum Beispiel gibt es ja auch ganz tolle Comics, die wissenschaftliche Erkenntnisse super vermitteln, aber es gibt ziemlich viele ganz gute, und da geht es ja auch um eine bestimmte Bildwissenschaft, aber da hat mich zum Beispiel auch interessiert, an diesem Bild, erstens ist es ja sowieso eine Simulation, keine Aufnahme. Von der realen, oder, und das wird dann umgesetzt in dieses, genau, das ist ja auch flach, das ist fast so flach, wie es mal vor 500 Jahren war, bevor wir entdeckten, dass wir doch nicht so auf so einer flachen Scheibe sind. Also diese Form, was mich interessiert, ist dann sozusagen, vielleicht befinden wir uns eher, oder das ist die Frage, vielleicht eher auf dieser Parallelität der Entwicklung, so wie du eben auch davon gesprochen hast, jeder hat Themen, die aus seiner Zeit kommen. So wie es zum Beispiel eben, also mit Kubismus und Realitätstheorie. Ja genau, oder Talbot, der ja Fotografie als Kunstform entwickelt hat, das ist eben ziemlich gleichzeitig wie Kochen. Also der Tuberkel, der die Fotografie in die Wissenschaft, das ist ziemlich exakt gleichzeitig, die haben beide so ein Medium, das entdecken sie, das ist wichtig und sie führen es beide ein in ihre Praxis sozusagen. Der eine kommt aus der Malerei und sagt, ich kann das jetzt wirklich, der macht das so ganz romantisch malerische Bilder, der andere ist ein Wissenschaftler und sagt, ich mache jetzt keine Zeichnungen mehr, ich will das nicht, das scheint mir besser zu sein in der Dokumentation. So frage ich mich sozusagen hier bei den, was nachlief, finden, aber viele haben das vielleicht auch im Kopf, Gerd Richter, Maler. Und der auch fotografiert hat, der hat diese Meeresbilder gemacht, die berühmten. Da sind ein paar auch dabei. Manche sind Fotos, manche sind Malerei. Die erkennt man auf den ersten Blick erstmal gar nicht, wenn sie über dieses Medium laufen, weil sie nämlich so fotorealistisch gemalt sind, dass man erstmal nicht so direkt sieht, was ist das Foto, was ist das Bild. Und geht es nicht um so eine bestimmte Form von Abstraktion? Das hat ihn ja auch interessiert. Das ist so ein abstraktes Bild. Auch man kann sich ja auch an den Existenzialismus des Meeres abarbeiten. Die Flut, die aber die Menschen umbringt, diese Heiterbu-Sagen oder ähnliches. Ja, das kommt halt darauf an, auf welchen Aspekt man da rauszieht. Das kann die ja, aber in dem Fall ist es die Abstraktion. Und ist das nicht sehr verwandt auch mit diesem sozusagen, wir alle, also ich als Nicht-Produzent, ich produziere keine Bilder, habe aber sehr wohl die Fähigkeit, Abstraktion entweder umzusetzen in der Erkenntnis oder als ästhetisches Phänomen zu gutieren. Da hat die Wissenschaft ein bisschen was in der Farbigkeit aufzuholen. Die neigt zur Pop-Art, aber trotzdem. Wir hinken da immer etwas hinterher. Das ist eben die Frage. Das war auch noch die andere Frage bei den Konventionen.
Ich habe mir nämlich in Vorbereitung hier drauf unglaubliche Mengen an Vorlesungen von Kittler und ähnlichen, die über diesen Iconic Turn nochmal gesprochen haben und Wissenschaften. Die waren alle gleich in den vorbereitenden ersten Viertelstunde. Und ich auch dachte, Wahnsinn, da sitzen jetzt die Kollegen und das ist mir schon lange nicht mehr so oft. Ich habe noch nie so viele hintereinander gehört, die sagen alle dasselbe. Und dann beginnt ihr eigentlicher Vortrag und da frage ich mich, vielleicht geht es doch weiter. Was ist mit Koch wiederum, der dann plötzlich als erster sagt, ich benutze solche Bilder? Und, oder Ernst Haeckel, der sagt, ey, das ist die Kunst, die in der Naturwissenschaft steckt. Vielleicht im Nachhinein ist es natürlich mal einfacher, rückblickend 150 Jahre später zu sagen, oh, das ist jetzt aber mal wirklich ein Epochenbruch. Während Sie sagen jetzt, oh, da gibt es die Konvention, die muss ich einhalten. Und du sagst, es inspiriert mich. Ja, oder vielleicht ist es aber auch die Frage, was reizt die Leute dazu, Kunstwissenschaft zu betreiben? Letztendlich ist es die Neugier. Und das, ich beschreibe mich manchmal als Captain Cook. So. Ich möchte weiße Flecken auf der Landkarte entdecken. Ja, das ist dann wie die Bilder von Nemo. Also als von Captain Nemo, nicht dem Fisch. Disney-Film. Ja, ich beschreibe mich ja selber als Geschichtenerzähler. Ich bin dann ein Geschichtenerzähler. Ich schare Leute, um mich herum und versuche sie zu faszinieren und sie zu überzeugen. Und ich mache ein bestimmtes Handwerkszeug. Wenn man da mal das Handwerkszeug mal durchguckt hier, es ist schon mit dem Kreislauf gefangen. Nicht? Oder ich bin selber nicht hineingegeben, schicke ich mal. Ich komme mit einem bestimmten Wissen an und entwickle neue Fragen, mache ich dann Hypothesen und ich fahre dann da raus und nehme Proben und finde es toll und sitze dann ein halbes Jahr im Labor und werde das aus und komme dann zu neuen Wissen. So, dabei produziere ich Bilder. Und die Bilder laufen erstmal über den Graphen. Das sind Daten. Ne? Toll, ne? Klasse. Jetzt bin ich, da sind jetzt ganz bestimmt schön begeistert von. Ich kann auch so wie ja, ich kann aus diesem, daraus baue ich Bilder. Und zwar im Kopf, weil ich so lange durchtrainiert bin dabei. Ich brauche eigentlich die Grafik. Sie wissen, dass das auch Bilder sind. Ne? Das welche die sehen auch genauso aus, auch in der bildenden Kunst. Ja, genau. Da wird gar nichts mehr umgesetzt. Und ich habe eine Serie von Bildern, die ich jetzt weiterentwickle auf der Basis von diesem Bild hier, um zur Vermittlung innerhalb der Wissenschaft zu kommen. Ich selber kann sie vielleicht ableiten. Ich baue sowas daraus. Nicht? Das ist schon die erste Ableitung. Da habe ich jetzt, bin ich schon mal stolz, da kann ich schon was drüber erzählen. Da kann ich anfangen zu erzählen und habe aber interpretiert dabei. Ich bin schon weg von den Daten. Dann baue ich weiter. Ich locke sie nämlich und verführe sie mit meinen Bildern. Deswegen mache ich die Bilder auch schön. Nach einem Maßstab, der historisch bedingt in der Wissenschaft angesiedelt ist. Und ich komme dann, ich gieße meine Argumente in Bilder. Die sehen dann so aus, popartig. Ich hingehe in der Zeit wieder hinterher und würde es anders darstellen. Das sind jetzt Zusammenfassungen von Geschichten hier, auch wieder Bilder. Eine Serie von abgeleiteten Sachen hintereinander, Ping-Pong-Farben da vorne, wie sich das gehört. Und dabei habe ich im Hintergrund das. Das sind nämlich die Organismen, die das Ganze treiben. Die habe ich im Hintergrund. Und da brauche ich eigentlich meine Kraft, so einen Blödsinn zu machen, wie ich das da vorher jetzt gerade dargestellt habe. Ich muss ja eine Mischung aus einem Fanatiker sein und ich muss ein Spielkeit sein gleichzeitig. Ne? Das ist auch eine ganz gute Definition von Wissenschaftlern. Ich weiß nicht, ob das Kunst auch zutrifft, aber diese Bilder habe ich im Hintergrund dabei. Wenn ich das zusammenfasse, dann sind Wissenschaftler Geschichtenerzähler. Und Bilder sind Werkzeuge, die sind nicht offen. Und sie lassen nicht los. Und wie weit könnte man auch sagen, sind Wissenschaftler bis zu einem gewissen Grad, wenn man so will, Scharlatane? Also ja. Es gibt bestimmte Modelle, also es gibt einfach, so wie in der bildenden Kunst es nicht unverbreitet ist, sich der Schwarz-Weiß-Fotografie zu bedienen, weil sie eine gewisse Glaubwürdigkeit vermittelt, was natürlich Nonsens ist, weil auch Schwarz-Weiß-Bilder von 1920 schon beschnitten sein konnten. Gute Beispiele von Trotzki, wo man seine Hand da zu sehen, da braucht man keinen Computer für. Was aussieht wie ein Graf, sieht erstmal wahr aus. So, das ist immer dieser berühmte Spruch von, ich glaube keiner Statistik, die ich nicht selbst gefälscht habe. Ja. Wie auch immer, ne? Genau. Aber es ist ein Bild. Und das, von davon, und was mich daran interessiert ist, gibt es vielleicht auch eine Parallelität von die Realität, wie weit ist die entfernt sozusagen von diesem Bild des Diagramms? Ist das nicht ganz vergleichbar mit dem sozusagen, dem Bild,
durchaus im gemalten Bild von um 1900 von der Meeresoberfläche, weil die ja mit Beobachtung auch verbunden war, ist die Realitätsentfernung genauso weit weg. Oder? Silberhelle, klare Antwort, nein. Warum? Und zwar deswegen, weil jedes dieser Bilder, das ich jetzt produziere, und in die Galerie abgeleitet, Heizstufen, hat die ganze Geschichte...